Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück in Zoo 2 Animal Park. In der letzten Folge haben wir uns ja doch um das ein oder andere Tierchen gekümmert, ne? Die Gehege ein bisschen aufgefüllt, neues Gehege gebaut, den Mandschurenkranich hier haben wir platziert. Dann haben wir hier bei den Kapibaras noch das Gehege erweitert. Und ja, auch bei den Felsenpinguinen ist das Gehege schlussendlich in der Größe angekommen, wo es denn sein soll. Ne? Auch da passen dann 4 rein. Und die Schneeziege haben wir noch platziert gehabt. Gut, dann würde ich sagen, Ziel des Ganzen war ja, oder ich hatte es ja auch schon gesagt, dass wir mal so ein bisschen was von der Valentinsdeko platzieren. Da stand nämlich bei mir die ganze Zeit noch am Eingang vom Zoo. Das habe ich mir jetzt mal alles eingepackt und ich möchte das ganz gern in dem Bereich hier mit integrieren. Gibt es hier eine schöne Seite oder ist das relativ egal? Ich würde sagen, ist relativ egal. Ja, also gegenüber vom Felsenpinguin, ja, ich denke, wir probieren einfach mal aus, wie das denn aussieht am Ende. Ob wir vielleicht die Bänke denn rechts und links packen und dieses hier in die Mitte. Warte mal, wir machen mal so, platzieren. Ich weiß gar nicht, ich habe ja noch eine Bank irgendwo, nicht im Inventar, aber ich habe die, glaube ich, hier irgendwo verteilt. Ja, guck mal, die können wir doch hier mal wegklauen, vielleicht. Dann stellen wir die lieber hier rum. So, na, dass die Leutchen sich hier auch schön setzen können. Das hier müssen wir vielleicht auch nochmal in die richtige Richtung drehen. Und dann würde ich das auch nach vorn holen, na, dass wir das hier so schön ein bisschen, naja, im antiken Style machen. Auch wenn, naja. So ganz antik ist es ja nicht. Zumindest nicht bei uns hier im Zoo. Gibt es hier eine schöne Seite? Warte mal. Ach, immer wenn man das hier so anfassen will, ne? So, dann drehen wir das so rum. Das ist in Ordnung. Und dann würde ich eventuell mal gucken. Machen wir es so. Kriegen wir hier 2 nebeneinander? Wahrscheinlich nicht, wa? Doch, dann ist das hier aber so ein bisschen drüber. Ja, das ist aber auch okay. Nee, da möchte ich keins mehr hinsetzen. Hier können wir aber noch mal eins daneben setzen. Da fällt uns bestimmt noch irgendwas Kleineres in die Hände, was wir da noch mit hinpacken können. Ich würde gerne hier noch so einen Rosenpott hinsetzen. Nee, warte, der muss dann nach da. Wir gucken ja von so, ne? Also das ist ja unser Blickwinkel und das müssen wir natürlich dementsprechend anpassen, dass das so ist, wie wir das auch sehen oder zumindest, dass wir davon was sehen. So, was haben wir denn noch Schönes? Ja, das passt mir jetzt hier nicht so ganz an den Kram. Das ist mir eigentlich schon fast eine Nummer zu groß und zu bunt. Warte mal, ich glaube... Ich bin damit nicht ganz so zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, wenn wir das zum Beispiel hier hinsetzen. Nee, das machen wir mal lieber so. Und den vielleicht dahin noch, wa? Dann könnten wir den hier theoretisch auch wegnehmen. Warte mal, ich überlege. Na, ihr hört, Isa überlegt. Warte mal, dann kannst du doch vielleicht hier mit hin. Dann geht es aber mal ganz ans Eck. So. Und dann gucken wir mal, ob wir dafür irgendwas Schönes... Vielleicht könnte man ja hier noch so einen Baum oder sowas integrieren. Bei Bäume habe ich mir nämlich noch nicht fertig gekauft. Da haben wir also noch ein bisschen Puffer, ne? Eine Banane würde ich da jetzt nicht hinsetzen, sondern vielleicht wirklich sowas. Ja, ich glaube, das ist okay. Und dann würde ich vielleicht, aber wir haben wieder doch, hier haben wir noch sowas. Das passt nicht so ganz, ne? Das passt irgendwie nicht so ganz dahin.
Nee, nicht so richtig, wirklich. Ja, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Nee, dann gucken wir mal hier hoch zu unserer wundervollen Ecke. Ich würde sagen, oh, hier kann ich Sachen einsammeln. Das was vielleicht wirklich mal mit so einem Brombeerbusch probieren. Weil ich finde die Farbe so herrlich neutral. Ich denke, die passt hier ganz gut mit rein. Jawohl. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung so. Ne, dass man hier noch so ein bisschen floral was hat. Und dann würde ich es aber tatsächlich auch schon so lassen. Was wir ausprobieren könnten noch, ist, dass wir hier vielleicht mit einem anderen Boden noch arbeiten. Vielleicht um so ein bisschen, ich hätte gern so einen richtigen Kiesboden oder so einen Pflasterboden. Das wäre nochmal was richtig Tolles. Ach nee, warte, hier muss man ja nur draufklicken. Lass mal gucken, um das vielleicht so ein bisschen antiker noch zu handeln. Dass wir vielleicht hier so einen Streifen reinziehen, hier vorn zumindest. Oh, da würde ich es vielleicht sogar bis hier rumziehen. Ja. Ja, das ist, glaube ich, in Ordnung. Und da machen wir innen drin meinen heißgeliebten Waldboden. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Dann ist das so ein bisschen überwuchert, ne? Ja, ich glaube, so möchte ich das gerne haben. Ja, das sieht doch ja, für mich zumindest in Ordnung aus. Dann können wir noch mal ein bisschen gucken hier so nach Wegweisern. Das würde ich vielleicht noch mit reinsetzen. Oder hier so eine Laterne. Eine Laterne habe ich auch noch. Ja, Wegweiser-Laterne. Hier bei diesem Brunnen ist das alles schon zu groß, ne? Das ist alles viel zu groß. Wenn man hier vielleicht so... Nee, warte mal, dann würde ich die vielleicht eher hier hinten hinsetzen. Nee, eine reicht, eine reicht, eine reicht. Und dann würde ich sagen, wo geht's denn hier hin? Hier geht es zu Wassergehegen, zu Grasgehege. Also wir haben hier hinten eigentlich alles im Angebot. Okay, dann gucken wir doch mal. Ja, ich glaube, das ist dann so ziemlich das Einzige, was hier noch passt. Dann machen wir es mal so. Ja, dass wir so einen kleinen Wegweiser noch haben. Und dann haben wir doch zumindest schon mal einen Teil der Deko vom Valentinstag unter. Finde ich okay. Bin ich zufrieden mit. Ich denke mal, das ist so schon eigentlich völlig überladen, aber es ist in Ordnung. Ich finde es in Ordnung. Ja, weil so einen Mülleimer möchte ich jetzt nicht daneben setzen. Also hier so ein Panda-Mülleimer. Das ist, glaube ich, nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Ja, und dann geht es quasi auch schon hier weiter, denn hier bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das, was ich hier mit dieser Ecke machen soll oder beziehungsweise, ja, vielleicht warte ich jetzt auch tatsächlich nochmal auf Ostern ab. Ich meine, hier könnte man ja zum Beispiel den Weg einfach mal begrenzen, dass man diese Beete als Mauer nimmt, also als Wegbegrenzung, ne? Dass die da nicht weiterlaufen, die Leute. Dann könnte man vielleicht hier hinter mal eins von diesen großen Beeten setzen. Aber das ist mir eigentlich auch schon wieder zu bunt, ne? Ich möchte das hier gar nicht so extrem bunt haben eigentlich. Aber gut, ja, ne? Ich glaube, wir platzieren hier einfach mal noch so ein bisschen was. Wir platzieren es einfach mal hin und gucken, was wir da am Ende draus machen, ne? So, warte mal. Damit möchte ich gerne mal hier rüber gehen. Denn hier hatten wir ja auch noch ein bisschen, also vom letzten Jahr, Valentinskrams. Na, da könnte man das ja auch noch ein bisschen integrieren. Nee, das wird dann alles schon wieder auch zu bunt, ne? Zu durcheinander. Ah! Bei mir ist eigentlich immer alles bunt und durcheinander. Wo können wir das denn noch unterkriegen? Hier hätte ich es gern. Oh, da hat schon wer geantwortet im Club. Da muss ich doch gleich mal einen Blick riskieren. Ja, ihr seht schon, so richtig weiß ich nicht so ganz, wo ich damit hin soll, ne? Ich denke, dass ich mir die restliche Valentinsdeko tatsächlich aufhebe. Beziehungsweise denn einfach, warte mal, wir können die ja, tut mir mal leid, wenn ich mit euch hier so einmal durch den Zoo scrolle. Wir können die ja einfach mal mit hier hinsetzen. Dann können wir uns die wegholen, wenn wir der Meinung sind, ne? Dass die aus dem Inventar schon mal raus ist. Das finde ich, sieht total weihnachtlich aus.
Ne, mit den Herzen ist schon valentinig, aber ich finde, das hat irgendwie was von Weihnachten. Das würde ich vielleicht tatsächlich mit in die Weihnachtsecke stellen. Ist vielleicht ein bisschen speziell, aber ja. So, guck mal, dann können wir die hier längs runtersetzen. Dann kommen hier lauter Pinke noch. Batz, dann haben wir noch Rosen. Oh, ich denke, die kriegen wir bestimmt gut unter noch im Laufe der Zeit, die Rosenkrüge. Sehr gut. Ja, das ist doch mal was. Dann haben wir die hier auch untergebracht. Ja, da klingelt erstmal schön das Telefon mit rein. Wundervoll. Gut, also haben wir das hier aufgefüllt. Ich denke, ich kann ganz zufrieden sein. Meine Ecke ist hier, also das zumindest die Sachen sind untergebracht. Bin ich ganz zufrieden mit. Ne? Hier kämpfen wir uns denn in den nächsten ja, Tiervarianten so ein bisschen durch die Gegend. Das ist ja noch eine Menge Platz hier im Zoo. Gucken wir doch glatt mal auf die Karte. Ne? Also wir sind jetzt hier in dem Bereich unterwegs gewesen. Hier haben wir auch noch ein bisschen Luft. Das werden wir dann auch noch befüllen. Und hier haben wir ja auch noch einen Spalt. Ne? Das ist dann dieser hier. Aber wie gesagt, wir gucken dann mal vielleicht auch, was es zu Ostern gibt. Ne? Beziehungsweise vielleicht haben wir hier noch irgendwie ein relativ kleineres Gehege, was wir da noch mit unterkriegen. Ne? Dass wir so ein bisschen hin und her tauschen. Gucken wir einfach mal. Ihr Lieben, ich komme für diese Folge zum Ende. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Also, bis dahin macht's gut. Tschüss.